Hallo liebe Videofreunde, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ho, ho, ho. Einen schönen zweiten Advent wünschen wir euch. Ja, und wie ihr schon hört, wurde die Männergrippe seitens Michael schön weitergegeben. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, und jetzt wollen wir uns mal an die Lostrommel begeben und eure Geschenke verteilen. Es sind doch mehr zusammengekommen, als wir gedacht haben. Dafür erstmal recht herzlichen Dank. Es sind genau, glaube ich, 34 Leute waren es, ne? Ja. Und da freuen wir uns natürlich, weil es wesentlich mehr Spaß macht, als wenn nur 5 oder 10 Lose da drin sind. Dann wäre es einfach nur gut verteilt. Also herzlichen Dank dafür. Ja, und ich will euch mal kurz eure Preise zeigen. Und zwar ist das einmal so ein Tischkalender mit unseren Nordcup-Impressionen von diesem Jahr. Das lässt sich schlecht blättern. Ja, einfach so ein Tischkalender zum Aufstellen. Den müsst ihr allerdings wahrscheinlich auf eine etwas rutschfestere Unterlage stellen. Ich habe festgestellt, wenn es auf einem glatten Untergrund steht, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dann rutscht das hinten etwas weg. Ja, dann gibt es Platz 5 und 6 ein Mauspad von uns zu gewinnen. 4 und 5. Ja, stimmt. 4 und 5, ein Mauspad. So, und Platz 1, 2 und 3 sind diese Kalender. Die sind auch von der Qualität her wirklich richtig gut. Ne? Mhm. Echt wirklich schön, schöne Qualität auch. Und da sind halt so von uns ja, so die schönsten Aufnahmen von unseren Nordcup-Tour dieses Jahr und auch ein bisschen Lofoten vom letzten Jahr ist mit dabei. Ja, also ist auch wirklich, wirklich richtig gute Qualität. Also da war ich ganz begeistert davon gewesen. Das ist von meiner Fotografen-Portal, wo ich die Bilder für die Kunden bestelle. Die machen sowas auch und das ist richtig gut. Also es sind auch tolle Farben geworden. Ich bin echt begeistert. Ja. Das ist unser Kalender. Wollten noch mal zeigen. Ups. So. Okay, also das ist der Kalender. Da ist mir bei dem einen ein kleines Missgeschick passiert. Da waren hinten in dem Karton so Klebepads und da ist der dran, aber das ist nicht so schlimm, weil das nur die Seite ist, wo alle Monate drauf sind. Also ist nicht so, ist nicht ganz so schlimm. So, dann wollen wir mal loslegen, unsere Werbetrommel. Hat sich der Notar von der Richtigkeit des Ziehungsgerätes überzeugt? Ja. Ja, also los geht's. Wir fangen an mit den Plätzen 10 bis 6. Augen zu, Augen zu. Conny Schneeg. Schneeg. Conny Schneeg. Herzlichen Glückwunsch, Conny. So, der zweite Kalender geht an Brigitte und Ernst. Schöne Grüße nach Köln und herzlichen Glückwunsch. Platz Nummer 8. Nummer 8 geht an Ingrid Jerezki, glaube ich, heißt das, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Ingrid. Nummer 7. Nummer 7 ist ein Namensvetter, Michael. Michael Spar. Herzlichen Glückwunsch, Michael.
Jutta. Jutta bekommt den letzten Tischkalender. Herzlichen Glückwunsch, Jutta. So, jetzt geht's an die Mauspad, Platz 4 und 5. Melanie bekommt ein Mauspad. Herzlichen Glückwunsch, Melanie. So, Platz Nummer 4. Ein Mauspad, wahlweise ein Ferrari. An Rita und Thomas. Herzlichen Glückwunsch, Rita und Thomas. Cool. Ferrari könnte allerdings etwas dauern. Den haben sie selber. Okay, dann. Den haben sie selber. In Wohnmobilform habt ihr den Ferrari. Also dann halt müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Mauspad ist da schon in dem Fall ganz in Ordnung. Liebe Grüße. So, jetzt der erste Fotokalender. Platz 3 an Thomas Döring. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Das müssen wir mal ein bisschen trennen. So. Ja, so, der zweite Fotokalender, Platz 2 an Frank. Frank Küste. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Last but not least. Und der letzte, der allerletzte Kalender geht an Birgit Gröber. Töre. Herzlichen Glückwunsch, Birgit. An alle herzlichen Glückwunsch. Und wir machen das jetzt so. Ich schreibe unten in der Infobox unsere E-Mail rein und da schreibt ihr uns einfach dann und teilt eure Adressen mit. Ja. Und vielleicht, ja, nee, ich merke mir das. So. Sag mal, hast du einen Kuli? Hau. Mal draufschreiben, wer was kriegt. Ja, das mache ich nachher noch. Deswegen habe ich das ja schon schön also beiseite gelegt. Das bleibt jetzt hier und da schreiben wir drauf, wer was kriegt. Und die Leute, falls wir irgendwas verkehrt machen, haben es ja auch gesehen, die können uns dann... Ja, dann schicken wir es hinten her. Notfalls dran erinnern. Nein, ich schicke ja eine Bestätigungsmail. Ihr bekommt den und den, das und das Geschenk. So. Hm. Also, ja, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit, Adventszeit. Bleibt schön gesund. Backt schön Plätzchen. Haben wir schon die ersten. Und macht es euch gemütlich und kuschelig. Und wir sagen erstmal bis zu Weihnachten. Oder bis zum nächsten Video. Tschüssi. Und vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Freuen wir uns. Also, bis bald. Tschüss. Ciao.